So, willkommen in meiner kleinen scheiß Drecksküche. In den letzten Monaten hat sich die Kommentarspalte unter meinen Kochvideos in eine ganz bestimmte Richtung bewegt. Der häufigste Kommentar ist: Zu wenig Explosion! Und zuletzt kam dieser Kommentar hier: Bei deinen Videos erwarte ich bei jeder Bewegung eine Explosion! Ah! Und ich habe geantwortet: Beim nächsten Kochvideo mache ich das! Boah, bin ich dumm. Jedenfalls mache ich mir jetzt eine Ofenkartoffel mit noch so Sachen drauf. Dafür brauchen wir erstmal eine Kartoffel, die ich heute nicht schälen muss. Ha! Naja. Könnte jetzt auch sagen, dass die Dinger für Ofenkartoffeln vielleicht ein bisschen klein sind, aber der Drecksladen, in dem ich war, hatte keine größeren. Ich will jetzt auch extra nicht sagen, welcher Laden das war. Es war. Ich reibe die jetzt eben mit etwas Öl und Salz ein. Schön locker lassen und entspannen. Ab in den Ofen. In der Zwischenzeit bereite ich Guacamole vor, Avocado, Tomaten, Zwiebel, Zitronensaft, Salz, Pfeffer. Mixen. Und dann noch eine Salsa-Soße. Zwiebel, Knoblauch, Chili-Pulver, Paprikapulver, gehackte Tomaten, Apfelessig, Agavendicksaft, Salz und Pfeffer in der Pfanne. Das kommt dann auch in den Mixer. Ich habe hier jetzt noch ein bisschen Rucola und kipp da Senfdressing drüber. Aber ganz ehrlich, da könnt ihr jetzt auch einfach mal googeln, wie man sowas macht. Kann euch auch nicht immer alles zeigen. Öl, Essig, Senf, Agavendicksaft, Salz und Pfeffer. Brat jetzt noch so vegane Filetstücke an. Alles daneben. Warum bin ich so dumm? Jetzt anrichten. Kartoffel, Guacamole, Salsa und Filetstücke. Geschmackstest. Geil, als wo du es dir abgeguckt hast. Ich habe das mir komplett selbst überlegt. Und wenn ich das zu wenig Explosionen waren.